Und jetzt rufen wir erstmal Claire an. Hallo? So. Gucken, was sie so zu sagen hat und ob die uns helfen kann. Wie läuft deine Wanderung durch die malerischen Wälder von Maine? Wir haben Hernandez noch nicht gefunden. Ich leite die Ermittlung vor Ort mit Garrus und der örtlichen Polizei. Keine Spur vom Killer? Er ist verschwunden, ohne seine neue Adresse zu hinterlassen. Aber ich werde ihn schon finden. Ich weiß, dass dir diese Angelegenheit sehr wichtig ist, aber pass trotzdem auf, ja? Keine Sorge, Claire. Ich werde vorsichtig sein. Und sollte ich die Lehrbücher doch einmal vergessen, wird mich Garrus sicher daran erinnern. Ach Gott, da haben wir jetzt auch wieder einiges zu quatschen. Entdeckung zum Mörder. Ich glaube, ich habe etwas, das uns bei der Identifizierung des Killers helfen könnte. Beschreibung. Ein Apotheker in Houghton erinnert sich vage an einen Kunden, bei dem es sich um unseren Mann handeln könnte. Um die 40, schwarze Haare. Das ist zwar nicht viel, aber damit werde ich einige Verdächtige ausschließen können. Ich werde es in meine Datenbank eingeben. Okay, dann noch... Ach, das ist dieses Blut, was nur zu 66% analysiert ist, denke ich mal. Ich habe Blutproben von einem Kittel genommen, die zu einem Mann gehören, den wir noch nicht identifizieren konnten. Es könnte sich um das Blut des Killers handeln. Ich werde dir meine Analyseresultate schicken. Okay, ich werde eine komplette Analyse durchführen und die Ergebnisse mit den anderen Proben vergleichen, die mit dem Fall in Zusammenhang stehen. Wunderbar. Ein weiterer Konversationspunkt. Ja? FBI-Neuigkeiten. Nee, erstmal hier, Sheriff. Der örtliche Sheriff bereitet mir Sorgen. Ich habe das Gefühl, dass sie versucht, meine Ermittlungen zu unterlaufen. Ist der Name dieses Sheriffs zufälligerweise Halloween? Oh ja. Ja, hast du von ihr gehört? Vor einer Stunde. Ich habe einen Anruf von einer Freundin bekommen, die im Labor von Portland arbeitet. Sheriff Holloway hat einige dringende Tests angeordnet. Der Sheriff hat behauptet, dass sie wegen des Verschwindens von Paloma Hernandez ermittelt. Meine Freundin hat mich angerufen, weil sie weiß, dass ich am Ostküstenkillerfall arbeite. Ich glaube, ich sollte mich mal mit dem Sheriff unterhalten. Vielen Dank für den Hinweis. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall, was wir danach noch machen. Und jetzt sprechen wir über Hawkers Datei, also die Akte. Weißt du, was aus Hawker wurde, nachdem er vom FBI gefeuert wurde? Eigentlich nicht. Ich glaube, er hat bei einem Sicherheitsdienst angeheuert. Ich werde mich umhören und dich informieren. Huch, da habe ich wohl mal wieder vergessen, hier mich auf offline zu stellen bei meiner Freundesliste. Was gibt's Neues im Chicagoer Büro? Jeder arbeitet an deinem Fall. Miller recherchiert Tag und Nacht am Computer. Und Kingsley stopft sich die ganze Zeit Kekse in den Hals. Und was die Chefin angeht? Tja, sie kommt alle 10 Minuten bei mir vorbei. Wenn sie gestresst ist, wünsche ich mir fast unseren alten Abteilungsleiter Browning zurück. Und das will was heißen. Hör schon auf, schlimmer als er kann sie wirklich nicht sein. Ich habe sogar einen Anruf von Inspektor Tate bekommen. Er ist bereit, uns inoffiziell zur Hand zu gehen. Dieser William... Seit seiner Nominierung fühlt er sich irgendwie schuldig. Ich habe ihn nur ein bisschen in diese Richtung geschubst. Er hat sich das alles selbst erarbeitet. Ach, ich würde ja gerne noch mal wiedersehen, den Miller und den Officer Tate. Ich suche noch Informationen über einen Fall. Ein gewisser Anderson soll in Maine verschwunden sein. Ich werde die Datenbank durchsuchen. Ah, hier ist etwas. Gary Anderson, 39, Farmer. Seine Frau hat ihn vor 6 Monaten als vermisst gemeldet. Die Akte wurde vom Büro in Portland geschlossen. Alles deutet darauf hin, dass er freiwillig verschwunden ist. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Anderson eine Affäre hatte. Er ist wahrscheinlich verschwunden, um sich mit seiner Geliebten ein neues Leben aufzubauen. Okay, Claire. Danke für die Infos. Gut. Tschüssi. Ich muss los. Ruf mich an, wenn du ein Problem hast. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch haben. Jetzt spreche ich Sie erstmal noch an. Sheriff, ich muss ein paar Dinge mit Ihnen besprechen. Hören Sie, Sheriff, ich möchte hier etwas klarstellen. Ich habe Beweise dafür, dass Sie Proben zur Analyse geschickt haben, ohne dass ich das angeordnet hätte. Hier leitet das FBI die Ermittlungen. Wenn Sie das vergessen oder ignorieren sollten, mache ich Sie fertig. Ruhig Blut, Agent McPherson. Da habe ich Sie wohl an einer empfindlichen Stelle getroffen. Ich habe keine Zeit für diese Spielchen. Glauben Sie mir, das Spiel Wer ist das größere Miststück würde ich auf jeden Fall gewinnen. Also, wenn Sie nicht wegen Behinderung der Justiz belangt werden wollen, rate ich Ihnen, dass Sie mir sagen, was Sie gefunden haben. Okay, okay. Ich habe 2 Proben genommen und sie ans Labor geschickt. Sie gehören okay, Ihnen. Okay, okay. Was war das denn gerade für eine Stimme? Ich habe außerdem dies hier im Wohnzimmer gefunden. Sieht nach einer Art elektronischem Schlüssel aus. Sehr gut. Ich hoffe, ich werde mich nicht noch einmal so über Sie ärgern, Sheriff. Lassen wir es dabei bewenden, Agent McPherson. Was für Zicken, die beiden. Okay, elektronischer Schlüssel. Und was war das jetzt noch? Mit Blut vermischte Substanzspuren.
Antiseptikum. Jod, menschliches Blut. Blutgruppe 0 positiv. Paloma Hernandez Blut. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder rein. Hallo, ich möchte rein, Vicky. Wir haben die verkohlte Tür oben, wo wir einen Zahlencode brauchen. Und wir haben den Safe hier unten, wo wir auch einen Zahlencode brauchen. Die möchte ich jetzt erstmal rausfinden. Auch wenn ich natürlich noch nicht so genau weiß, wie. Ach Mensch, Vicky, lauf doch nicht so blöde. Jetzt muss ich mir das hier nochmal angucken. Also, ich meine mich erinnern zu können, dass da ein Buchstabe mit drin war. Ein kleiner Metallier Safe mit elektronischem Schloss. Modell LK. Okay, also, auf jeden Fall ist das A da drin. 1469. Daraus müssten wir eine Kombination machen. Welche auch immer mit dem A da drin. Tja, gute Frage. Gute Frage. Was war hier nochmal? Ach, das waren nur irgendwelche Bücher, glaube ich. Ein Chemiehandbuch. Die Lieblingsliteratur von Mördern. Okay. Ob das was zu sagen hat? Ich meine, wir haben hier ein Chemiehandbuch, da ein Buch über Gerichtsmedizin. Oh, da haben wir noch eins. Ah, hier sind überall welche. Ein Buch von einem gewissen Stephen. Ah, okay, das hatten wir beim letzten Mal. Ein Buch über amerikanische Maler. Will hier jemand böse Erinnerungen in mir wachrufen? Oha. Okay, und was ist das? Dieses Buch handelt vom Atomkrieg. Es stammt aus den 50ern. Hat das jetzt alles irgendwas hier mit dem Safe zu tun? Ich glaube nicht. Was ist das denn? Oh, ich glaube, das habe ich übersehen beim letzten Mal. Eine Streichholzschachtel. Hoffentlich werde ich die nicht brauchen. Ah, doch, die brauchen wir auf jeden Fall, wenn sie das schon so liegt. Elektronischer Schlüssel. Was ist denn elektronischer Schlüssel? Ach Mensch, Leute, jetzt zockt doch hier nicht die ganze Zeit. Ihr stört doch meine Aufnahme. Elektronischer Schlüssel, ja, keine Ahnung, was der kann. So, was war das hier? The Blue Dahlia. Die blaue Dahlia. Ein Film aus dem Jahr. Ein Film von 1946. Ein Jahr vor dem traurigen Schicksal der schwarzen Dahlia. 1946. Leute. 1946. Das passt. Das sind genau die Zahlen. Och, Mensch, Vicky, jetzt lauf doch mal einfach geradeaus dahin. Ein kleiner Metallier Safe mit Elektro. 1946, ja. Jetzt ist nur die Frage. In welcher Reihenfolge? Ob das A vorne steht, hinten? Oder in der Mitte? Nee, das ist anscheinend falsch. Gut, vielleicht brauchen wir noch irgendwas. Ich hab nur keinen Plan, echt nicht. Finden Sie heraus, was der Sheriff erfahren hat. Okay, betreten Sie den Raum. Finden Sie Hinweise zum Mörder. Ja, wir haben nicht mal alle Hinweise. Oh nö, jetzt müssen wir bestimmt noch... Wo rennst du hin, Vicky? Was tust du da? Wir müssen bestimmt noch mal zurück und den ganzen Keller durchsuchen und... Oh nö, das kann doch nicht sein. Aber erstmal gehen wir hier noch zu der verkohlten Tür. Beziehungsweise... Lässt sich ja, unmöglich öffnen. Ja gut, ich wollte mir auch das angucken. Das hier... Verrückt. Dieses Schloss ist halb auseinandergenommen. Ich verstehe überhaupt nichts von... Geh mal zur Seite, danke schön. So. Jetzt. Elektronischer Schlüssel. Das kommt mir so merkwürdig vor. Was macht man mit einem elektronischen Schlüssel? Ich raff das gerade nicht. Ölkanne haben wir auch noch. Ich würde sagen, wir haben ganz entscheidende Dinge übersehen. Die Frage ist nur, wo? Sie gibt uns ja auch nicht ihre Taschenlampe, weil wenn wir hier reingehen, da kommen wir in so einen dunklen Bereich.
So, hier nämlich. Hier bräuchten wir eine Taschenlampe. Aber sie gibt uns keine. Ach, vielleicht hätte ich oben nochmal mit dem Garrus reden sollen. Huch, was war das denn jetzt? Das Spiel, ich sag's ja, das Spiel spinnt total rum. Nee, aber hier war doch auch nichts mehr. Ich geh nochmal da rein. Was habe ich übersehen? Ich kann doch jetzt hier nicht den ganzen Weg zurückgehen, ohne überhaupt zu wissen, warum ich das mache. Nee, das ist... Das ist Quatsch. Was war hiermit nochmal? Der Killer hat eine Nachricht hinterlassen. Tot? Nee, damit ist gar nichts. Ich glaube, ich rede mit dem Garrus. Der ist hoffentlich noch draußen und an dem komischen Tor und kratzt da an irgendwas rum und findet trotzdem nichts. Weil so komme ich hier jetzt echt nicht weiter. Das hatten wir auch schon. Hier ist nur die Truhe. Da kommen wir nicht hin. Ach, es ist blöde. Aber es gehört nun mal zum Spiel dazu, diese Spurensicherung hier. Ich kann da jetzt auch nichts gegen machen, wenn das die nächsten Folgen noch so geht. Es ist einfach so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Musik komplett falsch ist. Ah, jetzt ist sie weg. Weil bis gerade war doch noch diese Musik, die wir im Keller immer gehört haben. Ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Jetzt ist die Musik wieder da. Ihr wisst, welche ich meine, oder? Also nee, ich weiß nicht. Ich find's gerade echt irgendwie uncool hier, aber egal. Ich habe einige Spuren gefunden, aber nichts allzu Wichtiges. Na super, hast du eine Taschenlampe? Garrus, du hast nicht zufällig eine Taschenlampe bei dir? Leider nein, Agent McPherson. Gehört nicht zur Standardausrüstung. Ich dachte, du wärst so ein Kerl, der nachts gerne mit einer Taschenlampe durch den Wald rennt. Du weißt schon, wie bei dieser berühmten Sendung. Ich glaube, ich sehe zu viel fern. Naja, ich komm schon klar. Nee, wir kommen nicht klar. Wir brauchen die blöde Taschenlampe. Du kennst dich doch mit diesem Elektronikkram aus, oder? Du könntest mir helfen. Ah, cool. Ich habe einen verschlossenen Metallier-Safe gefunden. Modell LK. Irgendwelche Tipps? Metallier. Diese Marke kenne ich gut. Das Modell LK ist robust, aber das elektronische Schloss ist nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nur eine begrenzte Zeichenzahl, die man für eine Kombination verwenden kann. Ich müsste eine Datei zu diesem Modell in meiner Datenbank haben. Könnte nützlich sein. Aha. Mach hinne. Danke, Garrus. Das wird mir bei der Suche nach der richtigen Kombination helfen. Na, da bin ich mal gespannt. Störsender? Ich habe einen Störsender auf dem Dach gefunden, mit einer Antenne und einer Fernbedienung. Es ist ein ADSX-System. Sagt dir das etwas? Ja, das ist ein Störgerät. Wird von Drogenkartellen verwendet. Das ist ein sehr kompliziertes Gerät, modernste Bauart. Ein ADSX-System mit einer Satellitenschüssel kann die Ortung per GPS verhindern und die Telefonkommunikation filtern oder blockieren. Verstehe. Deckt so ein Gerät einen großen Bereich ab? Ein paar hundert Meter. Mehr als genug, um das Haus und seine Umgebung zu isolieren. Deshalb konnte Hernandez sich nicht mehr bei uns melden. Okay, dann ist das auch schon mal geklärt. Ich habe oben ein halb auseinandergenommenes elektronisches Schloss gefunden. Ach, er hilft mit. Ich glaube, ich könnte es öffnen, aber es wird ein Weilchen dauern. Ja, kein Ding. Kein Ding. Mach mal. Hä? Ich werde es schon noch schaffen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Ja gut, dann... Ich habe mit einem der Polizisten gesprochen, die den Wald durchsuchen. Er hat mir etwas über Holloway gesteckt. Der Sheriff steht mit dem Rücken zur Wand. Die Neuwahlen stehen bevor und sie ist sich nicht sicher, ob sie noch einmal ins Amt gewählt wird. Deshalb sieht sie es nicht gerne, wenn ihr das FBI in ihrem County die Show stiehlt. Na toll. Jetzt haben wir also neben dem gruseligen Haus im Wald auch noch einen verschlagenen Sheriff. Puh, Mann, wie ich Chicago vermisse. Oh ja, ich auch. So, dann lassen wir ihn mal machen und gucken uns das Dokument an, wo auch immer das hier ist. Ich habe es noch nicht kapiert. Da. Nee, da. Ja, kann ich das auch? Ah, okay. Safe-Modell LK.
Das stabile und einfach zu verwendende Modell LK bietet vollständige Sicherheit und Zufriedenheit. Es garantiert den privaten Charakter Ihrer Dokumente und schützt Ihre Wertgegenstände gegen Diebstahl. Stahlwände und Tür, vollständiger Schutz gegen Feuer, elektromagnetisches Schließsystem, horizontales Dreifachschloss, elektronisches Kombinationssystem, 16-stelliger numerischer Code, Codeprogrammierung zwischen 3 und 5 Ziffern, Standardcode ab Werk 00A00, bestellen Sie jetzt. Okay, und 00A00 hilft uns weiter, würde ich sagen. So sieht das Ding aus. Gut, es hat uns tatsächlich was gebracht. Denn dann lautet die Kombination 19A46, wenn ich jetzt nicht ganz blöde bin.